Willkommen zurück zum Mario Tennis Aces und zwar auf Wilder See. Genauer gesagt jetzt die Meeresenge der Wilden See. Im letzten Part haben wir es mit Blooper zu tun bekommen. Das war ein ziemlich heftiger Kampf, ein ziemlich langwieriger Kampf, den wir dann doch für uns entschieden haben und jetzt geht's hier weiter. Mario, da ist ein wirklich riesiger Schatten neben dem Schiff zu sehen. Oh nein, das muss das tatsächliche Seeungeheuer sein. Lange wird das Schiff nicht mehr standhalten können. Ist es echt das Seeungeheuer? Gib alles, Mario! Es scheint wohl so zu sein. Okay, Angriff des Seeungeheuers. Besiege innerhalb des Zeitlimits den Boss der Wilden See. Also Bosskampf Nummer 4, liebe Freunde. Und zwar direkt vom Himmel gefallen. Und wir müssen auf die Tentakeln achtgeben. Da ist, sind wir uns, glaube ich, einig. Und sollten tunlichst diese ganzen Tintenkugeln zurückschmeißen. So. Das war gerade eben schon mal ein guter Trickschlag, denn wir müssen teilweise auch über die Tentakeln jumpen. Jetzt zum Beispiel. Bam, sehr gut. Gut. Nochmal das Ganze. Okay. Genug Zeit sollte eigentlich sein, das war jetzt zu früh. Noch 257 Sekunden, das ist machbar. Ich muss nur immer diesen, heißt der Trickschlag? Ich weiß es nicht genau. Hinbekommen. Und dann sollten wir ihn eigentlich jetzt auch gleich mal... Ja, das war wieder schlecht. Dann sollten wir ihn auf jeden Fall eigentlich das erste Herzchen abziehen. Aber wir treffen nicht immer. Das ist sehr doof. Das war wieder nix. Vor allen Dingen, das verbraucht ja auch Energie. So, jetzt aber. Und... Bams! Da waren es noch zwei Herzis und wir wissen, was jetzt kommt in diesen Zwischenphasen. Wir müssen wieder aufpassen, keinen Schaden zu nehmen und keine Zeit zu verlieren. Okay, jetzt können wir hier stehen bleiben, weil er doch sehr... Ah, jetzt müssen wir aufpassen. Okay. Jetzt wischt er mit seinen Tentakeln hier über das Spielfeld und das ist doof gewesen. Da haben wir die ersten 10 Sekunden verloren. Und das könnte tatsächlich doch ziemlich knapp werden. Ah, sehr gut. Erster Schläger ist hinüber. Da waren es nur noch 3. Gut. Liebe Freunde, Contenance. Die Hälfte der Zeit ist so gut wie rüber. Und wir haben noch nicht mal ganz die Hälfte insgesamt an Schaden, ja, verursacht. Also es könnte hier wirklich auf jede Sekunde ankommen, aber das... Ah, ich mach's gerade echt doof. Ist auch gar nicht so einfach. Ach, das war wieder zu früh. Oder zu spät. Also das richtige Timing hier zu treffen... ist echt einfach, wenn er die Bälle wegschlägt von uns. Immerhin, das einfache Blocken klappt bei mir wirklich schon ziemlich gut. So. Das dürfte das zweite Herzchen sein. Gut. Jetzt noch 100 Sekunden. Also das wird knapp werden. Ich hoffe, dass er sich jetzt beeilt mit seinen Schlägen austeilen hier. Ah, verdammt. Okay. Ah, das kostet alles Zeit. Diese ganzen Angriffe von dem kosten uns einfach wertvolle Zeit. Das wird... Ja, es wird knapp. Was macht er jetzt? Wow, verdammt. Toll.
Oh, ich glaube, das wird nichts mehr. Ich meine, ich gebe nicht auf, aber ich fürchte, diesen Kampf müssen wir wiederholen. So, komm. Wir müssen ihm auf jeden Fall noch ordentlich Schaden zufügen. Innerhalb von 30 Sekunden. Wir machen es einfach jetzt, komm. Unseren Spezialmove, aber... Ich hoffe, der hat auch ein bisschen Schaden, macht der. Aber... Ah, verdammt. Das war wieder zu früh anscheinend. Ja, das war's. Ich fürchte, das war's. Aber ist das knapp hier? Wieder daneben. Ja, super. Ja. Ich fürchte, das ist Game Over und wir müssen den Kampf wiederholen. Ah, ja, wie ärgerlich. Ich glaube auch, ich werde nach diesem Part hier, bevor es dann in das fünfte Gebiet geht, da werde ich auf jeden Fall noch trainieren. Um einige Level. Weil es echt knackig wird langsam. Und da muss man auch mal ein bisschen... Ja, Backtracking betreiben und trainieren. Aber natürlich auch nur bei den Leveln, die wir schon absolviert haben. Das ist natürlich selbsterklärend. So. Aber jetzt will ich auf jeden Fall mit allen Mitteln diesen Kampf hier gewinnen. Ein drittes Mal will ich mit dir nicht kämpfen. Ist eigentlich auch machbar, wenn er nur nicht so viel Zeit schlucken würde. Er verbraucht selber so viel Zeit bei seinen Angriffen. Das ist der größte Feind hier eigentlich. So. Mensch, kann er nicht einfach seine doofen Bälle da zu uns schmeißen? Ich meine, wäre ich Blooper, würde ich doch auch versuchen, ja, uns, also Mario 1, auszuwischen. Und nicht die Tintenkugeln weg von ihm zu verschießen. Aber gut. Ist wahrscheinlich dann Riesen-Blooper-Logik. Sonst will ich hier auf jeden Fall keinen Schaden nehmen. Wie gesagt, es kommt hier auf vermutlich jede einzelne Sekunde an. Ach, verdammt. Mal hin. Ja, wieder schön geblockt. Es läuft so einigermaßen. Und von der Zeit her sind wir jetzt auch etwas besser. Ich glaube sogar, wir bekommen ein paar Sekunden, ich glaube 10 Sekunden extra, wenn wir scheitern bei einem Bosskampf. Gut, das muss jetzt eigentlich nicht sein. Ich möchte das eigentlich schon in der regulären Zeit schaffen. Werden wir aber auch sehen, wenn wir am Ende mehr als 10 Sekunden übrig, verdammt, haben, hätte ich es ja auch in der eigentlich regulären Zeit vom ersten Kampf geschafft. Ich glaube, das waren jetzt 10 Sekunden, die wir mehr haben, aber ich kann mich auch irren. Eventuell habe ich mich verschaut und wir haben genauso viel Zeit wie im ersten Kampf auch. So, jetzt wieder aufpassen. So, jetzt macht er wieder seine Seitenhiebe, oder? Ne, noch nicht ganz. So, jetzt kommen die Seitenhiebe. Wie gesagt, das ist kein Problem. Bis auf seinen letzten Hieb, den er jetzt gleich macht, wie wir dem ausweichen sollen, ist mir auch so ein Rätsel. Wahrscheinlich müssen wir wieder ganz komisch drüber jumpen. Aber, ja. Klappt noch nicht so wirklich. Aber egal, komm. Von der Zeit her müsste es diesmal eigentlich reichen. Es sei denn, wir machen jetzt ganz schwerwiegende, doofe Fehler. Gut.
Ich würde sagen, nochmal ordentlich eins rüberbraten. Weniger als die Hälfte der Energie hat er noch übrig. Komm, das... Wenn das jetzt nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Wir haben auf jeden Fall jetzt ein paar super Angriffe hier. Ausschließlich, besser gesagt. Aber ich glaube, diesmal schaffen wir es. Ich tippe mal noch zwei Schläge. Beziehungsweise jetzt noch zwei. Bams? Nee, doch nicht. Okay. Und schau. Wir haben es geschafft. Erreichen Level 21 und die Schlagkette nimmt zu. Wie gesagt, ich werde nach diesem Part vermutlich mal noch ein bisschen trainieren gehen. In diesen vorigen Leveln hier. Um dann etwas gestärkt in den nächsten Part zu starten. Das Ungeheuer ist besiegt, aber keine Spur vom Machtstein. Was hat das nur zu bedeuten? Das ist echt komisch, oder? Alles klar. Das müssen Waluigi und Louis bzw. Wario sein. Bahaha, zu spät, Mario. Och nö. Der Schatz aller Schätze ist unser. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Nächster Halt, Festung auf der Inferno-Insel. Das klingt bösartig. Inferno-Insel? Wahahaha. Okay, die meinen es allem Anschein nach ernst. Die beiden. Oh nein, deshalb war das Ungeheuer so wütend, weil sie ihm seinen Machtstein geklaut haben. Das dürfen wir ihnen nicht bieten lassen. Los, schnell, zur Inferno-Insel! Okay, unser nächstes Ziel ist klar. Persönlicher Platz Wilde sehe ich jetzt bei mehr Spielerpartien und im Realmodus verfügbar. Okay, wir haben sogar wieder zwei Wege zur Auswahl. Wir haben hier auf der See noch ein Level. Ich würde sagen, wir schauen mal... eventuell zuerst in Richtung Inferno-Insel, zumindest mal ganz kurz, um so einen kleinen Einblick zu bekommen. Ich sehe das Luftschiff, es schwebt direkt über der Inferno-Insel. Es gibt noch Hoffnung, wenn wir uns beeilen. Schnell, wir müssen auf die Anhöhe darauf. Okay. Beilen ja, aber ich würde auch sagen, ja, ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall nochmal zurück und schauen uns den anderen Level nochmal an. Denn eventuell gibt es da ja nochmal was für uns, wer weiß das schon. Also, würde ich mal sagen, schauen wir uns beim nächsten Mal die ruhige Gewässer der Wilden See an. Beim nächsten Mal geht's also weiter hier. Beim Mario Tennis Aces. Und ja, bis dahin, macht es gut und ciao.